Ja, hallo meine Lieben, und hier sind wir auch schon wieder. Mitten im Gefecht ist nicht so positiv. So positiv, wollte ich gerade sagen. Ja, es war wahrscheinlich ein eher ungünstiger Ort, um... Ja, man sieht es. um zu cutten. Ja. Okay. Trautesheim, Glück allein. Supi. Ah, ja. Ja, das war jetzt eher ungünstig, also... Ja. Wir konnten ja nicht mit diesem fetten Scheißwurm da rechnen. Ja. War eigentlich safe, der Platz. Ja. Und, ja, das bringt auch nichts, irgendwie anzumoderieren, wenn man dann in der Zeit von so einem fetten Wurm da irgendwie verschluckt wird. Nö, jetzt kannst du ja nochmal machen. War ich dran? Keine Ahnung. Ja. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Klöte und Walking Dead. Und ja, wie ihr gesehen habt, waren wir in der Verderbnis angekommen. Wollten dann nur den Part beenden und gleich neu starten und wurden in der Zeit von so einem riesigen Kackwurm, das war bestimmt hier so eine Blindschleiche in XXL. Ja, so ein Bandwurm-Scheiß-Ding. Ja, wurden wir halt weggebächt, ihr habt es ja gesehen. Aber kein Ding, wir schaffen's. Müssten es eigentlich locker wieder bis hin schaffen. Ja. Hier ist noch ein bisschen zwei Kupfer. Kaktus für dich. Ja. Lass mal weiterlaufen, da kommt so ein scheiß Vieh dran. Oh, ja, die schnellen. Ah, das wird nichts. Sieben. Du bist weg da. Weg da. Nein! Oh, ich wollte gerade noch sagen, das gibt's doch nicht. Ja, die sind immer so extrem schnell, die Viecher. Wenn man sie nicht aufhält. Die sind da total fett und haben so kleine Beine. Ja. Also ihr merkt schon, siehst du, er bekommt immer mehr Speed. Und springt auch gleichzeitig so wie ich. Das ist ein bisschen übel. So, ich muss hier mal einen Heiltrank nehmen. Ach du meine Güte. Ah ja, ist schon wieder hinter mir. Ja, jetzt ist er runtergefallen. Haha, ist der doof. Ist der doof. Ja, da ist. Ach ja. Die Brücke unter seinen fetten Arsch zusammengebrochen. Okay. Ich laufe hier mein Kilometergeld ab. Ach, da bin ich schon in der Wüste. Ja, alles gut. Ach, herrliche Landschaft. Okay, da kam wieder so ein Speedrunner hier auf mich zu. Aus dem Nichts. Ja, ich bin auch schon wieder drin. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja. Wo bist du denn? Ja, ich bin jetzt, wurde eben auch aufgefressen und bin jetzt hier auch am Start. Ja, mein Grab fliegt runter in die Tiefe. Und mein Inventar ist knüppeldicke voll. Na gut. So. Was soll's? Da müssen wir durch, mein Freund. Ich würd gerne auf diesen Wolken da hinfliegen. Ist vielleicht sicherer. Ja, auf jeden Fall. Hier gibt's ja auch Himmelsinseln, aber dazu kommen wir alles später. Jump, jump, jump. Das ist später von Vorteil, wenn wir genau wissen, wo welche Gebiete sind. Daher lohnt sich das. Ach nö. Das ist ein bisschen heavy. Der ist einfach nur heavy, oder? Das ist ein richtiges Mistvieh. Okay, wir müssen ein bisschen. Also das geht hier nur mit Bogen und ein bisschen Micromanagement hier. Springen und ausweichen und etc. Anders wird das kaum möglich sein. Ja, das ist einfach nur Glück. So, das war's mit ihm. Das war's mit dir, du Mistvieh. So, denk dran, du hast... Ich habe unterwegs noch ein bisschen Gel... Glibber gesammelt. Ja, damit die Haare liegen. Mhm. Glibber ins Haar ist alles wunderbar. So, auf 200 Fuß lohnt sich's nicht, aber ich habe auch immer, wir vergessen immer, dass wir die Potion haben, wo wir uns zueinander teleportieren können. Ach du meine Güte, jetzt kommen auch noch zwei von diesen Mistviechern. Okay, die sind runtergefallen. Okay. Nein!
Was ist dein scheiß Kronleuchter im Weg? Das gibt's doch nicht, ey. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das nicht. Ich würde dir gerne helfen, aber jetzt bist du irgendwie weg. Ja, okay. Hahaha, verarscht du Drecksvieh. So, ich... Oh, Vorsicht, nicht, dass er... Ja, so schön, Double Penetration. Und immer, genau, ein bisschen aus, immer nach zurück. Das kriegen wir hin. Ja, schön. Was macht er da? Auf der Stelle hüpfen, okay. Oh, nee, da kommt schon wieder einer. Oh, komm. Was ist das für ein Speedy Gonzales hier? Wir müssen weg hier. Wir müssen einfach weg. Ja. Du kannst auch die Teleport... Ich wollte gerade sagen, trink den Trank, dann wärst du bei mir gewesen. Ja, ich mache jetzt gleich mal. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin noch auf der Flucht, sagen wir mal so. Ah, nein! Hörst du fort, Nein! Nein! Ah! Teleportier dich bloß nicht. Ich wurde von zwei so einen riesigen Insekten fliegendes Mistgelumpe und von dieser Speedy Gonzales hier gleichzeitig aufgemuckt. Arriba, andere. Was ist jetzt das Problem? Wieso haben wir es gerade so schwer? Ja, das sind die fetten Jumper. Ich glaube auch. Vielleicht sollten wir den Untergrund richtig zumachen, weil durch die Holzklappen können sie durch, aber durch eine richtige Holzwand nicht mehr. Weil ich glaube, die kommen aus dem Untergrund. Die spawnen auf keinen Fall oben. Die sind irgendwo aus den tiefsten Inneren des Erdgewebes Gewölbes entsprungen. Ah! hing vorhin echt der Kronleuchter am Weg. Ja. Ja, ich wollte schießen. Das war ach, Mist. Okay. Wir wollen doch einfach nur darüber. Wir waren doch schon mal drüber. Ja. So, ich nehme mir mal dieses Mistvieh hier. Ah, er kann uns da gar nicht treffen. Ha! Schön. Praktisch. Also wir ziehen die Wüste mit unseren Gräbern allmählich. Das passt zu Death Valley, wie gesagt. Aber das kommt ja weiter vorne. Ah. Okay, jetzt scheint es ruhig zu sein. Ja. Lass uns mal noch eine Chance. Das ist sehr nett. Ich glaube, es wird auch langsam schon wieder Nacht. Yep. Oh, jetzt habe ich den Eichhörnchen weggeschlagen. Ah, boah. Schande über mich. Armes Tuk-Tuk. Genau. Ja, die Ruhe vor dem Sturm hier, ne, wahrscheinlich. Paradiesisch. Ich hoffe nicht. Herrlich. So, Fackeln, habe ich noch Fackeln da? Hat ein bisschen was von Thailand. Ja? Nur ohne Palmen. Ja. Da kann ich nichts zu sagen. Ich war noch nie da. Nee, ich auch nicht, aber ich kenne das aus Film und Fernsehen. Okay. Sozusagen. Ah, gut, dass ich die Plattform hier gebaut habe. Ja, hast du sehr gut gemacht. Danke. So, Fledermäuse geben mir auch keine Chance. Und die Fledermäuse keine Chance, ja. Komm so, her, die lassen Mistvieh. Die lassen verfaultes Fleisch fallen. Ah, jetzt bin ich genau hier in. Hey, ich kümmere mich hier drum. Guck mal, dass du mit Klappen und so da rauskommst. Vorsicht! Du Mist-Seenfresser hier. Er will deine Seele haben. Ich hab da gar keine mehr, Mensch. Ach so. Vorsicht, da kommt gleich noch einer. Ah, warte mal. Warte mal, ich könnte dir... Da. Danke. Ah, wusste gar nicht, dass ich noch ein Seil hab. So, kurz mal verschnaufen hier, oder? Ja. Schließen. Tür auf. Jetzt steht das Grab da im Weg. Oh. Ach du meine Güte, hier geht auch gar nichts. Dreckskacke. Wer ist denn da drin gestorben eigentlich? So. Nimmt ja die Tür weg. Okay. Gut. Mach mal eine neue Tür. Zack. So. Schön. Wenn wir zumindest mal ein bisschen Luft holen. Ich wollte gerade sagen, mach mal Licht an, das ist ein romantischer. Ja. 2 Quadratmeter. Ich spüre schon wieder eine Hand auf mein Knie. Das ist nicht meine. Ah,
Das ist ein bisschen seltsam. Das ist die vom Zombie wahrscheinlich. Ja, oder von den Seelenfressern. Vielleicht haben die ja irgendwelche Arme noch irgendwo anders. Ja. Sind aber gut, dass es keine Tönfresser sind. Ja, der war gut. Der war gut. Mama, ich vergrößere das mal und baue uns hier Lagerfeuer hin. Dann regenerieren wir nämlich auch ein bisschen. Ja, sehr gut. A Campfire. So. Was, jetzt noch ein paar Brutzler am Start? Brutzler? Nie, die habe ich unterwegs verloren. Ach, Mann. Ich glaube, die hat irgendein anderes Mist wieder aufgesammelt. Immer diese Schleichwerbung hier. Ja, und irgendwie sammelt, wenn wir gerade beim Sammeln sind, da sammeln sie sich auch hier vor unserer Tür. Ja, können sie ja. Mach doch einfach mal auf. Wie wär's denn mit Klopfen? Ich überlege gerade, ob ich klopfe ja nicht mal. Eine Granate schmeiße. Aber dann kriegen wir auch Schaden. Ich baue mal so ein halbes Plumpsklo. Okay. Aber ohne runterzufallen, natürlich. Okay. So, ich muss mal ganz kurz weg, ganz kurz. Pipi, bis gleich. Ja, ich habe da ein Plumpsklo hingebaut. Kannst du eigentlich da rein? Aber okay. Ein bisschen Wind zu fächern. Ja. Merkt ihr was? Nee, merken sie nicht. Ja, du, ich habe gesagt anklopfen. Dann könnt ihr auch reinkommen. Aber die klopfen ja nicht an. Wo machst du eigentlich Pipi? Ja. So. Jo. Ah, der kommt auch nicht rein. Schwitzen die eigentlich da oder was machen die? Ich kann das nicht erkennen. Könnt ihr das erkennen? Die lassen doch irgendwas fallen. Sieht aus wie Schuppen oder Schweiß. Grüne, eklige Scheiße wahrscheinlich. So, achso, er ist kacken. Der dampft schon. Ach man. Was macht man jetzt hier eigentlich? Das mit den Kacken habe ich gerade gehört. Ja. Okay. So, fallen lassen. Was sie fallen lassen, das sind... Ich sehe gar nichts. Wo haben die da was fallen lassen? Nö, öfter mal. Siehst du doch so. Diese... Ja, vielleicht so ein Brocken aus dem Arsch fallen lassen. Und grüne Kackhöhle oder so. Mhm. Okay, wir machen... Wie wär's mit einer schönen Bombe? Ja, wenn du dich selber in die Luft jagen willst, könnten wir das tun. Nö, weil ich mach... Die wird bei Berührung mit den Gegnern gleich explodieren. Also zumindest die Granaten. Geh mal da runter in den Bunker. Okay. So. Jetzt kommt... Oh, Kamikaze. Scheiße, komm hoch, komm hoch. Ja, geh mal da runter in den Bunker, du Knecht. Oh, ich wurde getötet. Wieso habe ich das überlebt jetzt? Keine Ahnung. Bin ich wohl noch richtig gesprungen oder so? Ich hab Habt ihr das gemerkt, Leute? Er wollte mir eine Falle stellen. Geh mal da runter. Ach du meine Güte, das schöne Campfire ist jetzt auch weg. So. Ja, du kannst ja die Potion nehmen, ne? Ja, ich muss ja mal einen Zombie klatschen hier, warte mal. Ah. Ja, geh mal in den Bunker da. Ja, ja. Mach mal Tür zu, ja? Ja. So schön. Mich wundert es, dass ich das jetzt überlebt habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber, ja. Hä? War eigentlich... Achso, eine Recall-Potion. Ja, ich muss die andere nehmen. Wormhole-Potion. Genau. Tamar, geh mal weg hier. Ich wärme mich derzeit am Feuer. Warum kann ich die jetzt nicht nehmen, die? Hast du Cooldown? Ja, weil du wahrscheinlich die andere Potion genommen hast. Musst du mal schauen, ob du Abklingzeit hast. Ich bin nicht in der Wüste, Mensch. Was soll denn das? So, während unser Walking Dead wahrscheinlich von irgendwelchen Viechern verfolgt wird, wärmen wir uns hier am Feuer. Könnt ihr mal Licht machen, so. Ein bisschen. Weiß nicht, hast du mal geschaut? Hast du eine Abklingzeit oben? Ja, Mana blinkt irgendwie. Oder wabernder Stern irgendwie. Okay, ich schau mal selber. Also die Tränke verbrauchen eigentlich kein Mana. Es sind noch 2500 Fuß, wie ich sehe. Tja.
Probier's doch einfach nochmal. Ne, bringt nix. Aber du weißt schon, wie du es machen musst, ne? Linke Maustaste. Ja, genau. Ah, ja. Ist ja komisch. Ich probier's jetzt nicht, weil ich bin gerade sicher. Sind wir in der Gruppe? Ja. Ja. Blaue Gruppe. Ja. Also, du hast ja eine Bombe geschmissen, wa? Ja. Vielleicht hätte es vielleicht mit so einer Granate probieren sollen, falls du so eine hast. Ja, das war doch eigentlich eine Granate, glaube ich. Nee, die hat... Nee, Bombe. Die, ja, genau. Weil die Granate macht... Wo sind die denn hier? 60 Schaden, da wären wir nicht drauf gegangen. Aber die Viecher. Ja. Dann kriege ich erstmal noch einen Pilz. So. Zum Glück geht hier noch kein Blutmond auf. Dann wären wir jetzt nicht so schön, weil die machen auch die Türen auf. Hat er echt alles weggesprengt? Sogar die Hinterwände sind mit rausgefallen. Unbezahlbar. So, okay. Na, ich warte mal noch auf dich. Hier sind ja sogar schöne Glühwürmchen. Ja, die kann man übrigens später auch mit so Netz einfangen und dann so Lichtquellen herstellen. Ah ja. Okay, ich überlege gerade, ob ich mal die Tür aufmache, aber ob das klug ist, weiß ich nicht. Schreibt in die Kommentare. Okay. Ich glaube, ich versuch's mal mit so einer Granate, auch wenn ich mich jetzt selber in die Luft jage. Ah. Okay, ich habe auch 60 Schaden gefressen, aber die Viecher, ein großer Teil ist schon mal breit. So, dann trinken wir noch ein Schlückchen hier. Oh. Ich klatsche hier mal im Dunkeln die Zombies. Ich komme irgendwie mal zu dir. Mal gucken, ob es funktioniert. Okay. Aber ich glaube ja nicht. Du bist doch hier in Terraria auch bekannt als der aus den Dunklen die Zombies weggeklatscht hat, oder? Ja. Der aus den Dunklen kam. Genau, genau. Da habe ich nämlich mal was gelesen in den Schlagzeilen. Das kannst eigentlich nur du gewesen sein. Ach, so ein scheiß Käferklatscher hier. Shit, fucking car. Käferklatscher ist gut. Walking Dead ließ sich die Arme wegreißen. Okay. Ja, jetzt bin ich wieder tot. Nein! Okay, vielleicht klappt es jetzt mit dieser Potion. Er steht auf mich. Du wirst sehen, warum. So, nochmal probieren. Potion. Okay. Klappt nicht. Vielleicht bist du da einfach zu eng eingeschlossen. Probier mal jetzt. Nee. Auch nicht? Muss ich irgendwo hinzeigen? Oder ich frage. Also eigentlich musst du entweder ziehst du es oben in die Schnellleiste und machst das dann, ja. Oder ich vergrößere mal den Raum, wo ich hier gerade bin. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ja. Aber es wäre auch blöd, weil eigentlich gehe ich von aus, dass es dich genau in mich teleportiert, sage ich mal. Nee, danke. Okay, probier mal jetzt. Warte mal, erstmal hier den Flying Bastard killen. Ah, das ist natürlich oberste Priorität. Sag mal, Alter, so. Nö, geht nicht. Was ist das denn für ein... Oder ist verbuggt? Keine Ahnung. Wir testen das später nochmal im richtig, wenn wir nebeneinander stehen oder so. Ja. Ja. Okay. So, Energie ist wieder voll. Ich nehme mal noch eine Granate. Hallöchen. Komm, klopft mal an. Hier gibt's Saures. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Nachtmodus nicht funktioniert einfach. Ah, okay, aber click their head on the full screen map steht da bei der Potion. Lest du das mal durch? Click their head on the full screen map. Ah, brauche ich vielleicht die Karte mal aufmachen, ne? Ja, ich habe das auch noch nie probiert. Wo ist denn die Map? Die Map ist, glaube ich, standardmäßig auf Tab. Nee, habe ich nicht. Na, dann musst du mal vielleicht in die Einstellung kurz gucken. Ah. Weil ich habe es umgestellt, deswegen kann ich das jetzt gar nicht sagen. Steuerung. Map Controls. Ah,
Okay, ist komisch. Was? Ich habe gerade versucht, die volle Map irgendwie. Ich sehe die. Ich würde dich jetzt nicht sehen. Wenn ich hier auf die Map, die du rechts oben hast, so eine Minimap, da ist doch so ein Minus-Button. Wenn du den gedrückt hältst, kannst du rauszoomen. Ich sehe überhaupt keine Map, das ist das Problem. Dann drück mal nochmal auf die Taste. Nee, passiert nichts. Passiert nichts. Okay, Moment. Welche Taste hast du denn belegt? Wie hießen die? Bei Steuerung? Tab. Musst du schauen bei... nee, du musst bei Map Controls gucken, nicht bei Steuerung. Ja. Und da ganz oben, Toggle Map Style. Oh, Alter. Ja, Toggle Map Style stand bei mir Tab. Okay, das geht nicht. Nee. Okay, das ist ein bisschen seltsam. Ein bisschen sehr seltsam, weil bei mir geht's. Oder du verwechselst vielleicht doch irgendwas. Ich drück nochmal Tab. Nee, funktioniert nicht. Okay. Vielleicht hängt das mit Steam zusammen irgendwie. Und wieso funktioniert es bei mir? Hey, keine Ahnung. War das ein bisschen eichelartig? Ich mach mal Störung. So, ich spiele hier gerade so ein bisschen Granatenman. Hm. Oh. Bringt nichts. Okay. Okay, 8 HP nur noch. Gut, dass ich noch die Tür zugebekommen habe. Ja, dann hilft wohl nichts, dann musst du hierher laufen. Ja, jetzt ich glaube, es müsste. Hier in der Area sehe ich das nicht. Ist schon Tag? Ja. Okay. Gut. Ah, das mit der Potion werden wir mal noch ein bisschen probieren und so. Okay, ich schmeiß schon mal ein bisschen was weg, was ich hier nicht brauche. Ich kann mir fette Scheißkäfer, muss ich ja abhauen. Ah. Das ist überhaupt nicht gut. Nicht gut? Absolut nicht gut. Kaktus. Sandblock. Okay, so, ich fühle mich hier etwas einsam. Ja, ich komme ja schon. Gut. Boah, so fetter Wurm hier. Boah, das gibt's doch nicht. Nein! Jetzt kommen die alle hier bei mir an. Also das mit der Potion, ich verstehe das nicht. Nee, ich auch nicht. Ich muss ja die Karte irgendwie bekommen. Kann ja nicht okay. Sein. Die Potion kann ich auch nicht benutzen. Ich habe jetzt einfach mal riskiert. Click the head on the full screen map. Ja, würde ich gerne haben. Das ist wirklich seltsam. Die Map geht auch nicht so weit raus, als also ich sehe dich immer noch nicht, auch wenn ich total rauszoome. Das ist natürlich ein bisschen komisch gemacht. Ja. Hm. So, haben wir Spinnenseide? Hatten wir. Okay, Ey, jetzt komme ich nicht mehr. Okay, Walking Dead scheint ein paar Problemchen zu haben. Ja. Ich komme hier auch nicht wirklich weg, weil hier, die stehen ja alle vor der Tür. Natürlich könnte ich einfach sterben und wäre dann bei dir. Ich komme ja nicht mal weg, ich komme nicht mal aus dem Inventar raus. Auch nicht? Nee. Okay. Na, dann würde ich sagen... Machen wir hier, obwohl 5 Minuten hätten wir eigentlich noch, aber machen wir hier vorzeitigen Cut und kümmern uns um das Problem, oder? Ja. Alles klar. Jetzt bin ich draußen, okay. Ach, jetzt bist du draußen. Jetzt geht's wieder. Ja. Okay. Ich krieg immer noch nicht die Map angezeigt. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Aber okay. Gut, dann werden wir uns darum kümmern und sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dann. Chico. Tschö mit Ö. Und Y.